Siddhartha. Siddhartha ist jemand, der sein Ziel erreicht hat. Jemand, der etwas erreicht hat. Artha heißt Ziel. Siddha heißt jemand, der etwas erreicht hat. Ein Siddha ist auch ein Vollkommener. Aber der Siddha kann auch als Siddhartha bezeichnet werden. Siddhartha ist auch ein Beiname, zum Beispiel von Buddha oder auch von Shiva. Sehr bekannt zum Beispiel auch das Buch von Hermann Hesse, Siddhartha, wo es eben um einen Menschen geht, der versucht, das Höchste zu erreichen. Es setzt sich freie Nacherzählung von Buddhas Leben in einer bestimmten Variante. Siddhartha wird auch manchmal gesagt, ist ein Ehrentitel von Buddha, der eigentlich Gautama hieß. Und Gautama ist Buddha, Buddha heißt der Erleuchtete und Siddhartha der Vollkommene, der sein Ziel erreicht hat. Daher Siddhartha, Gautama, Buddha, der meistens Vollname von Buddha, manchmal auch Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, Buddha. Sakyamuni, also der aus dem Stamm der Sakyas stammend, Sakyamuni, manchmal auch der weise Freund, auch da seine Bedeutung dieses Namens von Buddha. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, Siddhartha ist nicht nur ein Ausdruck im Buddhismus, Siddhartha findest du auch im Hinduismus als Beiname von Shiva und Siddhartha einfach jemand, der das höchste Ziel erreicht hat oder der das Ziel erreicht hat.